Es wird euch nicht entgangen sein, es ist Frauentag, 8. März wie jedes Jahr. Die Wirtschaft beschenkt uns reich mit allerlei Angeboten und Goodies und Aktionen. Die Politik verhält sich hingegen eher ruhig. Im vergangenen Jahr haben wir eigentlich nicht wahnsinnig viel frauenfördernde Politik gesehen. Es gab ein Kopftuchverbot, das angeblich frauenpolitisch motiviert sein soll. Darüber lässt sich streiten. Nach wie vor haben wir einen Gender Pay Gap, also ein unterschiedliches Einkommen, das eine Frau für dieselbe Arbeit bekommt, im Gegensatz zu einem Mann, von ca. 20%. Da hat sich wenig getan. Und nach wie vor ist es so, dass eigentlich das Thema Kinderbetreuung, genauso wie die sozialen Arbeiten in unserer Gesellschaft, hauptsächlich bei Frauen liegen. Interessanterweise, und das auch, zählt natürlich auch mit rein beim Gender Pay Gap, denn selbst wenn man es schaffen würde, gleiche Arbeit gleich zu entlohnen, egal ob hier eine Frau oder ein Mann die Arbeit leistet, so gibt es auch immer den Gender Pay Gap, der sich daraus ergibt, dass Frauen einfach vermehrt in Sozialberufen sind und dass Sozialberufe auffälligerweise natürlich schlechter verdienen als andere Berufe, die hauptsächlich männlich besetzt sind. Ein Schelm, der Böses vermutet, aber ich habe mir ja schon immer sagen lassen müssen, dass ich eine echte Emanze bin. Das lässt mich ziemlich kalt. Als echte Emanze ist es natürlich für mich bedauerlich, dass in unserer Politik sich reichlich wenig tut in Richtung Frauenpolitik. Als echte Emanze weiß ich aber auch, dass Frauenpolitik nicht nur im Nationalrat gemacht wird, sondern auch bei uns allen in unseren Unternehmen und zu Hause. In meinem Unternehmen habe ich es so gemacht, dass wir haben hier hauptsächlich weibliche Mitarbeiter, allen Mitarbeitern ein Arbeitsmodell anbietet, das sich in ihrem beruflichen wie familiären Leben einfügt. Das heißt, meine Mitarbeiterinnen sind großteils Teilzeit, sind großteils mit ihren Kindern auch zusammen. Es gibt bei uns ein Kinderzimmer im Büro und das heißt, wir haben ja schließlich in etwa 3 Monate Schulferien in Österreich, so übers Jahr gerechnet. Dem stehen 5 Wochen Urlaubszeit für Arbeitnehmer gegenüber. Das heißt, bei uns im Büro ist es schon so, dass Kinder auch willkommen sind. Es ist auch oft so, dass Kinder, die in den Kindergarten gehen, manchmal Tage haben, wo sie nicht möchten oder wo sie vielleicht nicht wahnsinnig krank sind, aber auch nicht ganz fit und wo man dann das Kind mitbringen kann. Und es gibt auch die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, in ganz vielen Belangen. Also wenn wir uns ehrlich sind, E-Mails beantworten, das ist ziemlich egal, ob jemand im Büro sitzt oder zu Hause das macht. Das geht da wie dort. Es gibt natürlich Tätigkeiten, die kann man nur hier vor Ort machen. Aber wenn wir ganz, ganz, ganz genau und korrekt sind, dann sind das die allerwenigsten Tätigkeiten, für die man tatsächlich vor Ort im Büro sitzen muss. Das heißt, ich versuche durch eine gewisse Flexibilität Mitarbeiterinnen das Arbeiten zu erleichtern und auch dieses Einbetten von Arbeit in das gesamte Leben zu erleichtern. Und das wäre sozusagen mein erster Wunsch an meine lieben Damen und Herren Kollegen Arbeitgeber. In vielen Bereichen ist es, davon bin ich überzeugt, viel, viel öfter möglich, dass Kinder Teil des Arbeitslebens sind, sei es jetzt durch die Möglichkeit, Homeoffice einzuräumen, sei es durch die Möglichkeit, Kinder auch eventuell mitzubringen ins Büro, sei es durch das Einrichten eines Kinderzimmers, das besonders von bisschen größeren Kindern gern angenommen werden. Wir wissen, die ganz Kleinen, die sitzen schon lieber am Rockzipfel und brauchen diese unmittelbare Nähe zur Mama, aber auch das lässt sich ja oft bewerkstelligen. Was ich aber auch meine, ist, dass es für uns als Frauen wahnsinnig wichtig ist, dass wir realisieren, dass wir auch für unser Leben selbst verantwortlich sind. Ich habe schon in meiner Studienzeit sehr, sehr viele Diskussionen geführt mit meinen Studienkollegen, weil ich von Anfang an der Meinung war, wenn ich Kinder bekomme, dann bekomme ich die nicht allein. Und ich habe das Glück, dass mein Mann das genauso sieht. Es war auch sicherlich ein Punkt, dass wir uns so gut verstehen, weil wir auch in diesem Punkt einer Meinung sind, so wie in vielen anderen Punkten auch. Aber bei uns gibt es wirklich 50-50 und mein Mann ist selbstständiger Steuerberater, das heißt, er hat keinen ganz simplen Job. Er hat ein eigenes Unternehmen und er schafft es dennoch, die Zeit zu finden, dass wir uns die Woche aufteilen. Wir haben das konkret so gemacht, dass wir gesagt haben, ja, wenn er jetzt in Papa-Karenz geht, was auch natürlich eine denkbare Variante gewesen war,
dann ist es ein Konzept, das für ein paar Monate bis hin zu einem Jahr oder so gilt. Aber Kinder brauchen einen ja wesentlich länger. Also ich habe jetzt einen 12, bald 13-jährigen Sohn und ich weiß, dass der uns genauso noch braucht. Zwar in anderer Art und Weise, aber eben schon. Ja? Und ich weiß deswegen, dass natürlich das Thema Papa-Monat und so weiter nett ist, aber am Schluss dann doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil es kein durchgängiges Betreuungskonzept ist von 0 bis 13 Jahre oder 14 Jahre und so weiter. Ja? Das heißt, was ich euch ans Herzen legen möchte, ist, überlegt euch doch mit einem Partner ein Betreuungskonzept für die nächsten 15 Jahre, wenn ihr ein Kind bekommt. Genauso lange werden euch die Kinder brauchen, wenn nicht sogar länger. Da habe ich noch keine Erfahrungen. Wie gesagt, mein Ältester ist 13. Aber unser Konzept würde auch reichen, bis 18 geht. Ja? 18 ist, also das ist, die Frage ist halt, wie sehr nehmt ihr eure Partner in die Pflicht? Ich weiß schon, es kommt dann auch ganz oft auch von Männern das Argument, ja, bei meinem Beruf bin ich unabdingbar. Ich behaupte, dass in 90% der männlichen Berufe diese Unabdingbarkeit nicht so groß ist. Ich war selbst jetzt 14 Jahre lang Rechtsanwältin. Also ich bin in einer Männerdomäne sehr, sehr lang unterwegs gewesen. Ich leite hier ein Unternehmen. Und ich weiß ganz genau, dass ich mir Teilzeit einrichten kann, wenn ich es denn will und wenn ich den passenden Partner dazu habe. Und den habe ich. Ja? Das heißt, wir haben es so gemacht, dass wir gesagt haben, nach der Stillzeit, dass wir uns die Wochen aufgeteilt haben. Also ganz konkret, Montagnachmittag ich, Dienstagnachmittag er, Mittwochnachmittag ich, Donnerstagnachmittag er, Freitag wechseln wir uns ab. Unsere Kinder sind jetzt alle schon im Kindergartenalter. Als sie noch nicht im Kindergartenalter war, hat sich das dann jeweils auf den ganzen Tag bezogen. Und auf die Art und Weise musste keiner von uns jemals ganz aus dem Beruf aussteigen. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, dass mein Mann daraus keine beruflichen Nachteile hatte. Auch nicht, als er in einer dieser Big Five super duper Steuerberatungs- und Wirtschaftstreuhandkanzleien war, hat ihm das einen Nachteil beschert. Im Gegenteil, es wurde dort intern kommuniziert, dass diese Ermöglichung, dass man einem Mann ermöglicht, dass er auch die Kinderbetreuung mit übernimmt, dass das eine erhöhte Corporate Identity stiftet. Das heißt, hier auch wieder eine kleine Botschaft an meine Mitarbeitgeber. Ich bin davon überzeugt, dass meine Mitarbeiter es sehr zu schätzen wissen, dass ich ihnen diese Flexibilität gebe. Und ich bin überzeugt, dass sich das auch auswirkt in einer höheren Identifizierung mit unserem Unternehmen, dass wir uns mehr miteinander verbunden fühlen als Team und dass diese Hierarchie von Arbeitgeber und Chef sein zu Mitarbeiter sein bei uns einfach nicht besteht, weil wir auf Augenhöhe da miteinander kommunizieren. Ich sehe in den letzten Jahren auch ein bisschen so einen Trend in Richtung Biedermeier. Ich überlasse jedem Menschen sehr gerne, wie er sich sein Familienleben aufteilt. Das heißt, ich bin komplett d'accord, wenn Eltern beschließen, dass sie das, sage ich jetzt mal, konservative Modell fahren. Ich finde aber ganz, ganz wichtig, dass das eine ganz freie Entscheidung der Frau ist. Jede Frau soll entscheiden dürfen, will sie im Beruf sein, möchte sie mit ihren Kindern sein, möchte sie beides vereinbaren. Und ich finde auch diese Diskussionen über den Kindergarten und die Fremdbetreuung mehr als entbehrlich. Wir alle versuchen als Mamas einen idealen Weg zu finden, und zwar einen idealen Weg für uns und für unsere Familie. Und unsere Familie gehören auch wir Mütter dazu. Ja? Und deswegen halte ich wenig davon, wenn man als Frau die eigenen Bedürfnisse stetig hintanstellt. Und ich bin davon überzeugt, dass einem das später schwer auf den Kopf fällt. Und wenn es einem auf den Kopf fällt, dann fällt es auch den Kindern und der restlichen Familie auf den Kopf. Und was ich dazu zu sagen habe, ist, dass ich der Meinung bin, dass eine glückliche Mutter glückliche Kinder hat und dass es deswegen ganz, ganz wichtig ist, dass eine Mutter in ihrem Leben auch glücklich ist und sich in diesem Setting dann auch wirklich wohlfühlt. Wie immer dieses Setting auch aussehen mag, das ist jedem individuell vorbehalten, aber es sollte schon irgendwie eine Entscheidung sein, die eine Frau trifft, ob sie jetzt das 50-50-Modell fährt, ob sie ein konservatives Modell fährt oder ob sie überhaupt die Rollen umdrehen. Das sind Entscheidungen, die nicht unbedingt nur dem Ehemann überlassen bleiben
Und ich glaube, ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht allzu sehr in den Nesseln, aber ich glaube, dass wir Frauen da viel zu kompromissbereit sind oft und weit, weit, weit über unsere Grenzen hinausgehen und dann erst Jahre später feststellen, dass das Setting, in dem wir uns jetzt finden, eigentlich nicht so ganz dem entspricht, was wir uns in Wirklichkeit wünschen würden. Und spätestens dann wünsche ich euch allen den Mut, dass ihr losgeht und sagt, pass auf, ich habe mir das so nicht vorgestellt und ich hätte es gerne anders und wir müssen das jetzt anders machen, weil wir sind ein Team. Wir sind ein Team, wir haben ein gemeinsames Ziel und das heißt, wir müssen auch gemeinsam an diesem Ziel arbeiten und wenn ein Teampartner ein Problem hat, dann heißt das zurück an den Start und wir müssen das Setting neu besprechen, um am Ende wieder auf die Politik zurückzukommen. Ein tolles Beispiel dafür, wie es in die richtige Richtung gehen kann, ist Island. In Island gibt es ein Gesetz, das vorschreibt, dass es gleichen Lohn für gleiche Arbeit geben muss und zwar mit Bußgeldern abgesichert. In Island gibt es ein Gesetz, das regelt, dass 40% der Führungskräfte weiblich sein müssen, während wir hierzulande ständig darüber diskutieren, ob wir eine Quote brauchen oder vielleicht doch keine Quote brauchen. Und in Island ist es so, dass die Elternzeit nicht so geregelt ist, dass man sagt, machen wir doch einen Papa-Monat und dann gibt es dann auch noch die 3 Mama-Jahre. Sondern in Island ist es so, dass Elternzeit ausgewogen aufgeteilt wird. Damit sind die natürlich einen ganzen Schritt weiter als wir. Und wie sind sie dorthin gekommen? 1975 haben Frauen beschlossen, dass es so nicht weitergeht und haben zum allgemeinen Frauenstreik aufgerufen. 90% der Frauen sind dorthin gegangen und das gesamte System ist zum Erliegen gekommen. Und dann haben Männer gewusst, dass es ohne Frauen einfach nicht geht. Und Frauen haben außerdem gelernt, dass wenn sie um ihre Rechte kämpfen und wenn sie dafür einstehen, dass sich dann erst wirklich etwas bewegen wird. Das heißt, wir sollten nicht darauf warten, dass unsere großteils männliche Regierung uns mit dem Frauenministerium und möglicherweise einer Männerabteilung darin zu Hilfe eilt, sondern wir als Frauen müssen jeden Tag uns darum bemühen, dass wir, aber auch unsere Töchter, die Entscheidungsfreiheit haben, dass sie ihr Setting selbst bestimmen können, dass sie nicht das Setting bestimmt bekommen durch monetäre Umstände, durch unwillige Arbeitgeber, durch ein gesellschaftliches Korsett, in dem wir nach wie vor leben, wo man als Frau, wenn man sagt, man möchte aber berufstätig sein und Mama sein, doch immer wieder schief angesehen wird und so ein bisschen den Rabenmama-Stempel aufgedrückt bekommt. Und darum meine finale Brandrede zum 8. März. Wie wär's mit einem Frauenstreik? Gehen wir hin.